damalige. Ich bin hier auf der Egea-Messe am Wacken. Ich auch hier gestartet, Schule. Und neben mir steht gerade André Frankowski. Er ist der Betreuer hier, der leitet hier das Ganze. Und ja, vielleicht magst du uns mal erzählen, was du hier ausstellst. Ich stelle auch so meine Kunstwerke. Ja, mit dem Firmen-Dekor-Konzept, wir produzieren also hochwertige Möbel, also ich habe mit diesem Thema schon planen zusammen. Ja. Und sehr gut klar auch sehr gute Nöte. Und jetzt aber ohne Schule. Die Kunstschule, ja, ich stehe als Bürgermeister. Ja, okay. Ich bin ein bisschen Winken damals. Ja. So ein Uhr. Die werden wahrscheinlich auch live, ja. Also ein Bodypainting und ganz live. Genau. Machen wir auch schon zweiten Tag. Ja, das zeigst du gleich auch. Ja. Gestern war auch sehr gut gegangen, war sehr viel Zuschauer. Ja. Ja, heute machen wir weiter. Ja. Bewegen die Ergebnisse und wir was zum Schluss machen. Ich sehe schon, also du hast hier deine Bilder hängen, seht ihr hier im Hintergrund. Wirklich super Dinger und auch die Möbel, schöne edle Stücke. Wenn ihr Interesse habt, besucht auch seine Homepage, die hier unten gleich eingeblendet wird. Und was wir jetzt versuchen, André hat sich bereit erklärt, einen Basketball auf einem Pinsel zu drehen. Er traut sich das tatsächlich zu und das versuchen wir gleich mal aus. Den Pinsel hast du bereit? Das habe ich noch nie gemacht, also ich mache heute das erste Mal. Ich will nur probieren, vielleicht malen wir jetzt das Mal also mit dem Basketball und die eine Hand also Basketball und auf der anderen Seite. Ja, ich muss aber probieren. Vielleicht. Einmal probieren, das geht immer nicht. Ja, okay. Alles klar. Aber hast du keine Angst von Konkurrenz? Keine Angst. Wenn ich übe. So, einmal zusammen sagen wir, okay. Was drehst du bei drei? Eins, zwei, drei. Was drehst du? Auch super. Ja, so habe ich nicht gedacht. So, das müssen wir wiederholen. Was drehst du? Genau, okay, einmal für die Zuschauer, okay. Damit die auch fleißig mitmachen. Gut. Musst du mir vorher sagen. So. Und los. Was drehst du? Oh, oh, warte. Ja, sehr gut. Ja, das ist auch der Slang. Also, was dreht ihr? Wir sind auch ganz gespannt auf eure Einsendung. Wir hoffen, dass ihr zahlreich mit dabei seid und uns zeigt, worauf ihr einen Ball drehen könnt. Das war's dann von unserer Seite, würde ich sagen. Und okay. Vielen Dank, André. Ja, danke für deinen Besuch und deine Videos. Gerne. Okay, tschüss. Ja, tschüss. So, die Veranstaltung ist nun vorbei. Alle sind am Abbauen. Die Stimmung war super heute. Hat auch echt Spaß gemacht. Außerdem muss ich mich bei den Künstlern, die hier die Models gestaltet haben, nochmal zusätzlich bedanken. Hammer Arbeit und vor allem die Models, die einfach da von 10 Uhr bis 18 Uhr still gestanden haben. Ich als Sportler weiß, wie anstrengend das sein muss. Mein vollsten Respekt dafür und auch vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Mochtet ihr das Video, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Lasst einen Daumen da. Über ein Abo würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und ja, wir hoffen, ihr schaltet in der nächsten Folge rein und macht mit bei Was drehst du? Viel Spaß!